Och, Menno. Ups, Entschuldigung, ich habe euch gerade weggeschubst. So, jetzt müsste ich wieder zu hören sein. Nee, da ging der Gang weiter. Oh, nee, ne? Ich glaube, das langsam nicht mehr. Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Oh, Mann, Leute. Ich bin zu blöd für diese Welt. Brauchen wir es doch wohl. Sonst kommen wir nicht wieder zurück. Kann das sein? Komm, wir brauchen Will. Ich bin fast der Überzeugung, wir brauchen ihn. Damit wir diesen einen Weg dann nehmen können. Na, nicht na. Doch, ja. So. Los, verwandel dich schon. Schee, es ist mockt. Schee. So. Gaia sieht auch aus wie so ein Oktopus mit so einer Engelsfratze oder so. Ich weiß auch nicht. So, hier lang, ne? Ich weiß nicht, ob das der Weg zurück ist, aber ich habe gerade keine andere Idee. Hoffentlich war das der richtige Weg. Ich hoffe es. Ich hoffe es inständig. Da geht's zurück. Tempelberg. Ja, wir sind am Anfang. Juhu, juhu, juhu. Oder nicht. Also braucht man doch Will im Endeffekt. Ja, hier sind wir am Anfang. Schönes Ding. Ha, herrlich. Raus hier. Die Heinz-Becker-Musik. So, nach Euro. So, hier ist aber wieder ein Euro. Gehen wir mal zu den alten Streithähnen hin. Da sind wir falsch. Schnirkebitzen. Nein, will ich nicht. Danke. So. Die haben... Waren die nicht hier sogar? Nee. Ein Haus weiter. Aber irgendwo hier am... Da wart ihr, ne? So, alter Mann. Ich fühle die Anwesenheit des Bösen in der Stadt. Vielleicht haben sich einige Bewohner in Dämonen verwandelt. Es könnte jemand vom Markt, einer deiner Freunde oder sogar ich sein. Benutze den Teekessel, wenn dir jemand verdächtig ist. Aha. Der Teekessel, es gibt ihn wirklich. Dann rüsten wir den nochmal aus, den Teekessel. Du hältst den Teekessel hoch, doch nichts geschieht. Die beiden nicht. Also. Ah, ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es, Leute. Ich weiß es. Ja, ist leider ein bisschen traurig für eine gewisse Person, aber ich weiß, wo hier Dämonen sind. So, pass auf. Ich glaube, wir müssen Nils Eltern mal eben etwas über den Kopf schütten. Du hältst den Teekessel hoch. Doch nichts geschieht. Was? Es regnet die Tränen der Geister. Die Mutter und der Vater. Kuhu! Schon bald hüllt sich die Welt in Dunkelheit. Der vorherige Besitzer dieses Körpers schläft nun als Skelett unter dem Schrein. So, Neil, was sagst du? Ich weiß jetzt, wie wichtig meine Eltern für mich sind. Ich wünschte, ich hätte ihnen das sagen können. Will, lass mich bitte für einen Augenblick allein. Ich fühle mit dir, Neil. So habe ich dich noch nie erlebt. So sauber und gewaschen. Ja. Oh, da habe ich was weggedrückt. Scheiße. Guten Morgen, es tut mir leid wegen gestern. Ich habe die ganze Nacht daran gedacht. Ich bin der Erbe dieser Firma.
Um den Menschenhandel zu stoppen, muss ich das Übel an der Wurzel packen und die Firma verändern. Sie machen Geld aus dem Elend der Menschen. Du willst Präsident dieses Unternehmens werden? Unglaublich. Hör auf, du machst mich verlegen. Kara! Jemand fragte nach dir. Er behauptet, er sei ein alter Freund. Was? Bubbler. Hey, komm herein. Nee, kommt alle rein. Hey. Wieso alle? So viele, auf einmal. Hamlet. Schwein oder nicht Schwein? Das ist hier die Frage. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Er ist den ganzen Weg gelaufen, um dich zu sehen. Lilly fand ihn in Latermia und schickte ihn mit Rolex Schnellversandservice hierher. Wie gut, dann kann Hamlet euch statt meiner begleiten. Ja, geil, dieses Schwein ist ein super Ersatz für dich. Das riecht sogar besser als du. Ich will mit der da reden. Westlich von hier befinden sich die Ruinen von Angkor Wat. In der Nähe muss sich das Dorf der Sklaven befinden. Lasst uns aufbrechen. Ja, ich hatte gar keine Möglichkeit, noch irgendwie was zu speichern, oder? Okay. Angkor Wat, ja. Wir sind nur noch jetzt mit zwei Menschen unterwegs, einem Dummen, einer Nervigen und einem Schwein. Ja. Okay. Sei es drum. Kral. Okay. Angkor Wat Kral. Joa. Was ist hier los? Uff. Hier ist es so warm wie in den Tropen. Diese Hitze. Mir schwimmt alles vor Augen. Wir können nichts machen. Lasst uns irgendwo übernachten. Ist hier ein Haus? Hier ist so ein Haus. Mal rein. Kommt ihr nach, Leute? Nö, kommt ihr nicht. Seltsam. Niemand zu sehen. Nur Skelette liegen überall verstreut. Sollen wir in die Häuser schauen? Ich war doch eben schon drin, du blöde Kuh. Niemand da? Das Dorf sieht verlassen aus. Prima, hier können wir bleiben, wenn wir wollen. Hamlet sollte auch was sagen. Für heute reicht's. Gut. Gutes Nächtle. Völlig erschöpft von der Reise fallen alle in einen tiefen Schlaf. Eine lange Zeit vergeht. Hey, Buschmänner. Ja, kommt ruhig rein. Was? Hamlet? Lass mich noch etwas schlafen. Gern. Well, Will, mach doch nicht so einen Krach. Oh, wer seid ihr? Was machen die gerade mit uns? Ach so, ja. Sie scheinen sehr hungrig zu sein. Schaut, diese Kinder sehen so mitgenommen aus. Das stimmt. Ein Junge erzählte das bereits in Findel. In diesem Land herrscht große Hungersnot. Diese Knochen sind die Überreste der Verhungerten. Oh nein, wir sind die Nächsten. Das Schwein. Was macht das denn da? Hamlet, was hast du? Als ob wir uns bald trennen müssten. Hamlet, was? Der Name Kotlet würde jetzt besser zu ihm passen. Das arme Schwein. Kotlet, warum? Ja, immerhin, ne? Armer Hamlet, er hat es für uns getan. Hamlet... Schwein oder nicht sein. Ey, den Witz habe ich doch vorher schon gebracht. Blöde Kara.
Plötzlich erklingt eine vertraute Stimme. Hört mir zu, es war Hamlets Wunsch, diese Menschen zu ernähren. Ein kleines Ferkel kann viele Dorfbewohner retten. Mutter? Okay, für eine Mutter war die Stimme ein bisschen tief, aber das wusste ich ja vorher nicht. Will und jeder, der hier ist, ewige Dunkelheit nähert sich der Welt. Ihr müsst eure Kräfte vereinen, um die Welt zu retten. Findet die mystischen Statuen und begebt euch zum Turm von Babel. Da sind wir doch schon lange bei, Mama. Danke für diese frühen Infos. Spiel es zu 75% durch und jetzt kommst du mir mit den mystischen Statuen. Ach, wir können uns bewegen. Hamlet ist in das Feuer gesprungen. Er hat sich geopfert, um uns zu retten. Der Stamm wird immer kleiner. Viele sind bereits verhungert. Halt! Brüder, Schwestern, Eltern, Freunde, die armen Menschen. Der Junge zeigt nach Nordosten. Karte zeigen. Er malt ein Bild eines Tempels auf die Karte. Ich glaube, er versucht uns zu sagen, dass auch er dorthin möchte. Aha, cool. Aber bevor wir jetzt aufbrechen, möchte ich ganz gerne einen Speicherpunkt finden. Die Statue eines Mädchens steht schweigend da. Da auch. Da auch. Kann ich euch... telekinieren? Nee. Telekinieren! Auch nicht schlecht. Nee, also gut. Sagt ihr was Neues? Ich lernte ein Wort von den Kindern. Ich lernte von den Kindern ein Wort. In dieser Gegend scheint Ramapö so viel wie Hallo zu heißen. Bedeuten. Der Stamm wird immer kleiner. Ich glaube, der Typ hat schon bessere Zeit erlebt. Ja, durchaus. Gaia. Verdammt, ich suche Gaia. Ich möchte speichern. Um ehrlich zu sein. Der Mann reicht Nahrung. Essen? Jo. Es schmeckt wie Insektenklöße. Es war erstaunlich, aber es schien, als würden wir uns gegenseitig verstehen. Schüchtern streckt der Mann seine Hand aus. Hand nehmen? Jo. Wir verstehen uns zwar nicht, aber ich denke, wir sind der gleichen Meinung. Der Mann sieht Will tief in die Augen. Zurückstarren? Jo. Es scheint, als sähe der Mann direkt in dein Herz. Wir sprechen zwar nicht die gleiche Sprache, aber dennoch... Er zieht an Wills Ärmel, als ob er ihn irgendwo hinführen möchte. Mitgehen? Ja. Jetzt winkt er ihm. Ja. Er sieht auf das Skelett mit Tränen in den Augen. War das ein Verwandter, ein Freund? Ja, wahrscheinlich. Der Mann sieht Will tief in die Augen. Ja. Ja, hier gibt's keinen Speicherpunkt. Wir müssen wohl so zurücklaufen. Vielleicht kann ich ja am nächsten Ort speichern, denn ich möchte die Session ganz gerne eigentlich beenden. Wir sind nämlich schon wieder kurz vor 2 Stunden. Gehen wir erst nach Euro oder nach Angkor Wat? Ich bin dafür, wir gehen mal nach Euro. Denn da können wir mal eben speichern. Und danach würde ich sagen, gehen wir dann in der nächsten Session nach Angkor Wat. Und ja... Denn ich denke doch, dass hier ein Speicherpunkt war in Euro. Ich hoffe doch jetzt mal. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht wo. Jedenfalls nicht bei Nils Eltern, aber irgendwo war hier doch ein Speicherpunkt, ne? Wir gucken mal. War hier einer? Ja, guck mal an. Passt doch. Wunderbest. Alles gefunden. Sphärenportal. Gaia. So sei es, der lebt wohl. Natürlich möchte ich speichern, deswegen bin ich doch hier. So. Es ist vollbracht. Reise fortführen? Nein. Tauche ein in meiner Sphäre. Ja, tschüss. Leute, ich sag ciao. Haltet mir die Treue. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche mir, dass ihr euch an diesem Let's Play wirklich erfreuen könnt, denn es ist ein wirklich schönes Spiel, wie ich finde. Mir macht es sehr viel Spaß. Und ja, wenn euch das Spiel interessiert, würde es mich freuen, wenn ihr weiterguckt. Also bis zum nächsten Part und tschüss. Bis zum nächsten Mal.